Ihr seht, ich bin und ich bleibe ein begeisterter Star Wars Fan. Du warst Star Wars Fan, ich auch. Es ist nur eine Sendung. Resistance ist soeben freigeschaltet worden. Ein paar Sekunden kann man sich Resistance schon ansehen. Ein sogenannter Trailer, damit man weiß, was da auf einen zukommt. So, Resistance hat mit Rebels nichts zu tun. Rebels war ein bisschen anders gehalten, auch von der Figurenstruktur. Bei Resistance hat man, wenn ich Glück habe, kann ich das hier schon freischalten, könnt ihr ein paar Sekunden sehen. Bei Resistance ist dann eine Zeichnung, man merkt halt, Disney ist da. Es kann also auch sein, dass Clone Wars sich auch verändert in den Figuren, dass sie irgendwie kantiger oder weicher werden, müsste man schauen. Ich habe einige Sachen da gesehen von The Clone Wars, siebte Staffel. In Disney-Regie, nicht mehr Lucas. Lucas hatte kantig, ja, und hatte auch andere Umgebungen. Jetzt halt Disney. Disney zeichnet, wie immer, ziemlich weich, sehr lustig auch die Geschichte. Ich hatte gerade einen Teen neben mir, die junge Dame sagte, ey, das ist halt für Kinder. Ja, also mir egal, ich gucke es mir trotzdem an, weil es ja Star Wars ist. Ne? Mir macht halt persönlich Star Wars sehr viel Spaß. Ich hatte heute auch mal wieder Glück, dass ich heute mal wieder mit jemandem sprechen konnte. Ja, er hatte auch eine Panini-Zeitung bei. In der Panini-Zeitung, in den letzten Zeilen, steht was von Johnson drin. Es könnte also sein, dass diese Trilogie von Johnson eingestampft wird, also dass die nicht kommt. Ich hatte natürlich nicht so viel Zeit, um es zu lesen. Wie gesagt, der junge Mann hatte dann einige Figuren bestellt, die er dann halt ab Montag, Dienstag erhalten wird. Er wird diese Figuren bekommen. Ja, ich habe jetzt eine wieder weniger. Der Thorn ist gegangen. Also er hat gerade den Thorn gekauft und hat dann zwei neue Figuren bestellt, die ich hier nicht vorrätig hängen hatte. Aber ist ja kein Thema. Es geht ja durch Prime-Versand geht es ja ruckzuck. Wie gesagt, Montag, Dienstag, ab Mittwoch kann er sich diese Figuren mitnehmen. Der kriegt natürlich sogar günstiger, wie in der Zeitung war, weil wenn in dem Moment bestellt wird und es ist günstiger, dann bekommt er das auch günstiger. Das versteht sich von selbst. Und somit habe ich mal wieder ein freudig, also einige Sammler, also ein, zwei, drei Sammler habe ich ja, die hier einmal im Jahr vorbeikommen und dann, wie gesagt, Figuren mitnehmen, die ich habe. Leider Solo. Solo-Figuren interessiert keinen. Leider, es gibt aber bald ein Buch, ein Solo-Buch, wie gedreht worden ist, aber leider noch in Englisch. The Star Wars Show kann sein, dass die morgen, weil einmal in der Woche kommt ja The Star Wars Show, und kann sein, dass die da über Resistance noch ein bisschen mehr berichten werden. Jedenfalls ist es amtlich. Bei YouTube kann man The Resistance sich anschauen. Ist heute soeben vor Minuten freigeschaltet worden, konnte man sich also anschauen. Dank dieser schnelllebigen Zeit und dank von Webdia, die da diese Movie Pilot, IGN und wie die alle heißen, Nerd, Kultur, also die haben sehr viele und deswegen geht das manchmal sehr schnell, dass man dann Informationen erhält. Universe, ja, erweitertes Universum, die sind ja auch ziemlich fix unterwegs. Die haben ja auch in ihrer Rubrik jetzt eine Menge an Neuigkeiten. Wie gesagt, Johnson könnte sein, dass es nicht kommt. Diese Trilogie warten wir mal ab. Da sage ich jetzt allzu viel nicht zu. Ich sage einfach nur Resistance und schaut es euch an. Geht auf YouTube. Es waren in Sekunden 4800 Klicks. Es könnte jetzt, wenn dieser Videoclip online ist, eine 1 vorstehen. Jedenfalls wird man jetzt eine Menge darüber diskutieren können, über Resistance. Ob einem das gefällt oder nicht. Unsere Altersgruppe schweigt da, 50, 60, 70 Jahre werden jetzt, wie gesagt, nicht einsteigen in den Monolog, Dialog, Prolog, sondern so wie ich auch, schweigen, gucken und dann vielleicht sagen, okay, möchte ich haben. Ich sammle ja sowieso, also ich sammle ja die ganzen Videos. Also mir mal, also ich bin ja nur Film und das gucke ich mir dann zwischendurch an. Ich warte, wie gesagt, auf die Rebels. Vierte Staffel auf DVD, Blu-ray, darauf warte ich halt und ja, das war's dann. Resistance, ja, macht Spaß, deswegen musste ich einfach nochmal vor die Kamera. Wochenend Star Wars Videoclip von
Ja, ich war mal Star Wars Fan, du auch. Nein, du warst Star Wars Fan, ich auch. So, wie gesagt, gerade mal eben nachgefragt, deswegen diesen Videoclip jetzt gemacht. Ich wünsche euch ein super tolles Wochenende. Ich wünsche euch eine wundertolle Woche und ich hoffe, ihr habt 538 Tage Zeit, um E9 sehen zu können. Okay. Also wie gesagt, ihr seid total recht herzlich willkommen zum Star Wars Fan sein, nicht Fan sein, einfach Star Wars einfach zu genießen. Gerade eben mal kurz nachgefragt und schon ging es los, weil ich wunderte mich, weil Rian Johnson wollte ja eine Trilogie machen. Jetzt kommen so Gerüchte, dass es vielleicht nicht kommt, dass Disney es eingestampft hat, weil Rian Johnson hat ja eine Menge Ärger verursacht mit E8. Ich weiß nicht, ob Disney es sich wirklich erlauben sollte, Rian Johnson seine eigene Art von Star Wars, seine eigene Trilogie auf den Weg zu bringen. Wie ihr es seht, könnt ihr ja unten drunter schreiben. Also angeblich wurde dem Rian Johnson die Trilogie entzogen. Könnt ihr natürlich auf der 100% begeisterten A bis Z Facebook-Seite sehen. Habe ich da implantiert. Natürlich ist es von MoviePilot. MoviePilot gehört zu WebDia. WebDia ist ja die größte Sache. Also die müssten es natürlich wissen, weil es sind 10 Millionen dort schon und da kommen alle Sachen her. IGN zum Beispiel oder die Nerd-Generation, also diese Gruppe von WebDia und jetzt MoviePilot. Gut, MoviePilot, wie gesagt, aufpassen, da wird, wie gesagt, vieles gerne überzogen, weil, ist klar, wenn man überzieht, ein bisschen mehr Druck macht, schon schauen die Leute zu. Wie gesagt, wir waren Fans, 77 aufwärts, du warst Fan, dann passt das Ganze. Seid ihr wirklich der Meinung, dass Johnson die Trilogie nicht mehr auf den Weg bringt? Seid ihr wirklich der Meinung, dass Johnson wirklich verloren hat? Meint ihr wirklich, dass diese 40.000 Hasser, also die mögen Disney nicht und mittlerweile dadurch auch Star Wars nicht, dass diese doch dafür gesorgt haben, dass Rian Johnson seine Trilogie, seine Art, seine Idee nicht veröffentlichen kann? Ich meine, bei Disney ist ständig was los. Im Januar 2018 sollte der Jurassic World, ja, der 1 Milliarde dafür ausgegeben hat, für Jurassic World, sollte Star Wars übernehmen und hat es dann mittendrin geschmissen. Hat aber noch nicht angefangen, Gott sei Dank. War ja nicht so schlimm wie bei Han Solo. Ja, also wenn Disney weiter so macht, 3-4 Regisseure verschleißt, ne? Game of Thrones, die sollen ja auch was machen, man hört ja auch nichts mehr von. Man hat also sehr viel angekündigt. Die Regisseure von Game of Thrones sollten was machen. Dann wollte Rian Johnson seine Trilogie machen und all solche Sachen. Und plötzlich ist Ruhe. Die ganzen Spin-Offs sind auch auf Eis gelegt. Man hat ja mit Boba Fett und Obi-Wan Kenobi noch nicht mal der Schauspieler wusste was davon. McGregor. Ne? Ja, ich habe gerade, wie gesagt, bekommen. Deswegen habe ich gesagt, komm, mach so einen Videoclip zum Wochenende. Ich wünsche euch jedes Mal ein wunderschönes Wochenende ab Freitag, Samstag, Sonntag in Star Wars Modus, im Cosplay Modus und im eigenen zurückgezogenen Modus. Ich war Fan und nun bin ich begeistert, ziehe mich zurück, genieße es so wie es war, weil wir haben verschiedene Trilogien, sage ich schon, so Art Dreiercluster, ja. Die einen, denen ist alles egal. Mittendrin nur 4, 5 und 6, nichts anderes. Die sind fest, die sind zementiert, die bleiben da. Und dann die anderen, die jetzt Newcomer sind und erstmal alles mögen. Und die, wie gesagt, die ersten da, die treiben in 1333 Old Republic und in den alten Spielen, Sword und so weiter herum. Dann, wie gesagt, die anderen, die sich so auch an 1, 2 und 3 annähern, ja, passt ja ein bisschen an 4, 5 und 6. Ja, ist okay. Dann, wie gesagt, die 9, 7, 8. Nein, 3, Rogue One, es ist alles so ein bisschen. So. Ich meine, das Problem an der Geschichte ist, es sind verdammt viele Lücken. Ne? Zwischen 6 und 7 sind 30 Jahre mit dem New Order. Und jetzt verkürzen sie das auf 7 Jahre. Also nach 8 sind nochmal 7 Jahre ins Land gezogen.
um das alles zu füllen, keine Ahnung, ob sie es jemals füllen werden. Die Frage lautet nur, viele fragen sich ja, dass Daisy Ridley, die halt Rey verkörpert, mit dem Lichtschwert und mit der Macht so dermaßen umgehen kann. Sowas hat er ja noch nicht als einmal Mark Hamill als Luke Skywalker geschafft. Ja, also Luke Skywalker hat das noch nicht mal geschafft, was Rey so schafft. Ja? Finn kann auch damit umgehen. Also ist ein Jedi Ritter auf eine Art nichts Besonderes mehr. Ja. Und ob bei 9 eine Mutter oder ein Vater kommt und sagt, ich bin dein Vater und ich bin deine Mutter, ja. Genau, ich bin deine Mutter. Also das wäre natürlich der Hammer. Und viele möchten natürlich, dass Kira die Mutter von Leia gewesen wäre oder ist. Keine Ahnung, die lassen mich überraschen. Ich persönlich lasse mich überraschen, was da auf mich zukommt. Und es geht nur darum, euch ein super tolles Wochenende zu wünschen. Weiterhin Star Wars irgendwas sich verbinden lassen oder verbunden sein. So, dass es nicht mehr so ein Hype ist, dass da nicht mehr so ein mehr negativ. Aber auch negativ kann man ja viel positiv machen. Ja? Es dauert keine Zeit und du funktionierst nicht mehr richtig. Ja, was ist denn jetzt? Hat Ryan Johnson seine Trilogie? Ja? Nein, gab es einen Mülleimer in Weiß und den Silber. Und dann habe ich gedacht, Mensch, so ein bisschen Folie, so ein bisschen...